So, weiter geht's. Muss mal eben hier die Facecam-Gedöns ändern. Der Greenscreen ist quasi in der Dunkelheit. Ich will nicht am Abschmieren sagen, aber ich habe noch nicht die Lichter und so dafür. Ist auch nur so ein Billigding. Das ist eher so ein. Hauptsache, man hat einen, ne? Nach dem Motto. So ein bisschen, aber ich habe keine Lust, mich da jetzt stundenlang rumzuprügeln. Und dafür zum Funktionieren zu bringen. Ich will zocken. Oder beziehungsweise hier dahin. Pass auf, meine Idee war es jetzt. Entweder bin ich tot oder. Welche Richtung muss ich ungefähr? In die da vorne, wo das Wasser ist, ne? Let's go! Oh shit! Oh shit! Okay, Abbruch! 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 Aussteigen! Ich steig aus! Scheiße, ich bin ja nicht mal ansatzweise in die Nähe gekommen. Irgendwo da oben bei dem Wasser. Ja. Und so, was Jets sagen, auch noch alles gut. Und weil es so schön war. Nochmal! Hui! Nicht nach links, nicht nach links! Rechts meine ich. Ich sage schon links, Alter. Ich bin schon so verwirrt. Aufsteigen. Ist das ein Baum oder was ist das? Das war mal ein Baum, ja. Da ist schon mal das Wasser. Let's go. Ja. Passt richtig. Dachte, let's go. Let's go. Let's go. Ah, du Scheiße. Abbruch, Abbruch. Nicht runter, nicht runter. Steig aus. Was ist das Gelbe gewesen? Ah. Interessant, ja, so ein Ding zu finden. Da fällt mir gerade mal ein. Flasche auffüllen. Tut auch direkt den ganzen Kopf unter Wasser. So, wo soll denn hier die Höhle sein? Im Wasser oder was? Ja. Ja, 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 ja. Könnte echt im Wasser sein, ne? Oder hier oben. Da, da ist die Eishöhle. Vielleicht wartet da die Eiskönigin. Elsa, ich komme! Elsa! Lass es los! Lass es los! Hier ist wieder nichts, oder? Nope. Nur ein paar Vorräte. Stoff. Und sonst gar nichts. Eine Enttäuschung nach der anderen. Guck mal, da ist ein Zelt. Hab ich noch gar nicht so richtig gesehen. Da, bei den Temperaturen tauchen. Und da ist auch nichts außer Pennen. Aber speichern kann man hier, das ist gut. Wir haben schon Tag 12, das letzte Mal gespeichert haben wir Tag 10. Ich habe auch erstaunlich wenig Kannibalen bis jetzt wieder gesehen. Das kalte Gebiet scheint so auch nicht so deren Ding zu sein. Aber hier ist auch nichts. Ja, können ja aber prinzipiell noch dahin gehen. Da ist ja auch noch so ein Point of Interest. Kevin haben wir auch schon verloren. Der kam auf die Schlittenaktion überhaupt nicht klar.
Langsam habe ich auch ehrlich gesagt Schnauze voll vor Schnee, ey. Weißt schon, da sind echt so kalt. Da muss halt im Spiel nicht auch noch so kalt wirken. Hilfe. Oh, das ist is time. Vor der Schlitten! Oh, du Scheiße! Ja, ja, das total. So muss das sein. Ui! Nach links, ja. Oh, ja, au, oh, ja. Ich bin einfach zurückgestanden. Aua! Okay, Mario Kart, ui! Oh, shit! Oh, ja, 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 stopp, stoppen! Stopp! Alter, bremst doch mal! Hör auf! Okay, das Game hat entschieden, wir gehen zuerst dahin. Alter! Der ist aber auch rutschig, der Schlitten. Leck mir am Arsch! Ah, und da fängt sie da an. Sind die Affen wieder aus dem Zoo gelassen worden hier? So, hier ist nichts Tolles. Ich habe langsam genug von der Enttäuschung. Hier ist gar nichts. Da scheint was zu sein, oder? Eine Höhle. Let's go! Bitte was Gutes! Okay. Ja, genau, das Kackfeuerzeug. Das ist das, was ich in der Hand haben wollte. Na, hier scheint da was los zu sein. Der Generator läuft noch. Schmeißt dein Magazin eigentlich weg, oder? Naja. Ich wollte ja ein bisschen was Neues, ne? Na, da das dann gleich so was fehlt, habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Auf was habe ich denn die Pistole? Auf die 2. Okay. Ich will mal gucken, ob ich die hier aufmachen kann. Nope. Irgendwer hat sich nach was. Nach draußen geschliffen oder nach unten? Ach man, das ist doch doof, man. Was brauchst du eine scheiß Kika? Wo kriegst du denn die scheiß Kika der? Kann ich hier rein? Naja, auch Steine hinter, das ist alles. Ah. Wieder eine Enttäuschung. Mann. Gucken wir mal, was da drin ist. Vielleicht kommt ja so ein Monster aus dem Boden geschossen. Uah! Das wär's, wenn ich mir so in die Hose scheißen, Alter, dann endet die Aufnahme mit einem Herzinfarkt, Alter. Ich sag dir. Ah, hier ist noch grün. Ich hab dreimal L gedrückt. Oh, das scheiß Licht aus. Aber hier sieht's aber. Ich sag am besten gar nichts. Sehr zu sieht es hier aus. Als ob es hier nichts zu holen gibt. Vielleicht funktioniert ja umgekehrte Psychologie.
Hier sieht aber auch nur Naruto aus. Konserven, Katzenfutter. Noch mehr Konserven. Ja, ich hab einen Seil in der Hand, super. Der was? 4x9 mm. Und hier unten ist auch nichts. Nö, hier ist auch gar nichts. Vielleicht liegt das ja auch an dem Wetter. Vielleicht sind ja manche Höhen nur begehbar, wenn da Wasser reinläuft oder so. Könnte auch sein, ne? Na gut, dann würde ich aber sagen, ich mache hier erstmal Schluss. Ich mache jetzt einen Speicherpunkt hin. Und dann können wir uns beim nächsten Mal weiter umgucken. Wir müssen ja auch noch eigentlich noch eine richtige Base bauen. Braucht ja wieder 3 Jahre, bis den Stock da reinsteckt. So. Achso, geht's auch. Speichern. So, damit danke ich mich fürs Zuschauen. Kuss, Kuss, Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ein Abo. Sub, was auch immer. Kuss, Kuss, Kuss an alle. Das machen wir. Sehen uns in der nächsten Folge. Was seid ihr gemäß? Tanz of the Forest. Danke fürs Einschalten. Haut da rein. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Es geht hier weiter. Mein Feuer ist ausgegangen. Hatte ich überhaupt ein Feuer hier? Wir sind ja noch mitten in der Eiseskälte. Und... Junge, sind hier Wale oder was sind das hier für Geräusche? Was geht hier ab? Ich würde gern... Ich habe keine große... Ne? Warte mal, hier. Zurück. Richtung die Base. Wir gehen hier hin, gucken mal da die Point of Interest ab. Nee. Wie komme ich am schnellsten dahin? Eigentlich bergauf, ne? Ich würde gern dahin. Ich würde gern die lila Sachen abklappen. Und das machen wir auch. Ich will nämlich auch nächste Folge meine Base weiterbauen. Oder beziehungsweise eine neue. Eine bessere Base. Anfangen, so. Weil die am Strand, die Base. Die haben wir ein bisschen falsch angefangen zu bauen. Das ist alles ein bisschen blöd gemacht von mir. Doof. Design, sag ich mal. Ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Doof angefangen. Und deshalb... ja, würde ich gerne... das von neuem beginnen. In einem besseren Zustand... Und dann auch hoffentlich so, dass die akzeptabel ist. Wir sehen heute ohne Greenscreen wieder. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Sollte aber eigentlich okay sein da unten rechts, ne? Zur Not kann ich mich auch nach oben rechts schieben. Vielleicht sollte ich das auch tun. Aber eigentlich finde ich... Oh, Weg hier rum. Finde ich hier auch okay da unten. Hier ist eigentlich ganz gemütlich. Das Einzige, was ich machen will. So. Ich hätte auch gesehen, da habe ich mich leider ein bisschen gespoilert. Das war unabsichtlich. Was ist unabsichtlich? Das war nur mal... Ich wollte eigentlich nur mal so ein bisschen verstehen, ob man die Schaufel an so einem Point of Interest bekommt. Oder in der Höhle. Und man kriegt sie natürlich in der Höhle. Ich weiß nur ungefähr welche. Ich glaube, die da, wo der lila Point ist, da am Wasser. Also da wo ich genau hingucke, ich kann jetzt nicht drauf zeigen. Da in der Richtung ist so ein Point of Interest, das grüne. Daneben so ein lila Ausrufezeichen und daneben die Wasserhöhle. Aber ich dachte, to be honest, dass wir da schon drin gewesen wären. Es wird Zeit für den Schlitten. Let's go! Ja, steig doch vom Schlitten ab. Schlitten ab. Na, to be honest, liegt das besser, als ich gedacht habe.
dachte, ich fahre jetzt hier den ganzen Weg wieder runter. Damit habe ich jetzt gerechnet. Bin auch rot. Bin der König der Roten. Scheint die aber wenig herzlich zu interessieren. Naja, da drehen sie die um. Dann drehe ich mich auch um. Nettes Geräusch. Das, deute ich mal als verschwinde so schnell du kannst. Hier würde ich gerne runterrodeln. Aber dann komme ich irgendwo da rechts raus. Das Ding ist ja so eher schräg als gerade. We have to do it. It is what it is. Let's go! Woo! Holy, holy, holy Jesus! Let's go! Ah, Stein, Wasser, Ja, ja. Hubbelig hier. Mamma mia. Das hat äußerst gut funktioniert halbwegs. Also, ich bin mehr oder weniger da, wo ich sein will. Aua. Also, was, ich bin nicht so gehypt, aber irgendwie waren so, fand ich so die letzten Folgen, bevor jetzt die neue feine Part Season Gedönste anfing. Ja, das ist es. Nicht ganz so krass. Oh, Geld. Ah, hier sieht es ja freundlich aus. Also was uns in der Höhle erwartet, weiß ich natürlich nicht. Das habe ich mir nicht angeguckt. Ich weiß nur, die Dinger erkenne ich. Hier müssen wir rein. Die fucking Fledermäuse wieder. Okay, Licht. Ja, genau. Oder Licht, habe ich gesagt. Nicht so ein kleines Pisslicht da. Ein Wassertank. Alter, pack hier ein Ding um. Jetzt gar nichts. An der Leiche, an dem Ding. Das ist nicht hier, wo wir die... Never mind. Aber es sah ehrlich gesagt genauso aus wie da, wo wir das Seilrutschengewehr bekommen haben. On you for... Aha. All? Wieso all? Okay. Das neue Vier-Türen-Modell. Da freue ich mich ja. Man sitzt eigentlich vorne. Ja. Ah, ein bisschen nach vorne rutschen. Ich hab sofort. So. Ah. Hier muss ich dann tauchen, ne? Ich sehe schon die ganzen Flaschen hier. Plum. Hat mir ein bisschen Sorge gemacht bei der ganzen Sache. Hier ist kein Hai, oder? Steps gehört. Auf 6 hatte ich das, ne? Ja. Ah!
Ich wollte es gar nicht werfen, das war aus Versehen, der zweite. Oh, ein Seil. Habe ich auch Millionen Stück von? Was sagt denn der? Der Zielscheibe. Ja, komm, wir benutzen mal einen. Bin ich auf der sicheren Seite. Ab ins Wasser. Und hier ein Hai ist heulig. Yes. Der Aufstieg. Ja, klar, er hat mich sofort gesehen. Er ist echt sauer. Pass auf, weißt du, was ich jetzt mache? Weg! Alter, sind hier viele! Holy! Weg! Weg! Oh, oh. Ja, wie viele seid ihr? Ja, getrinken, Junge. Ja, oh, weiter geht's. Noch jemand, der tauchen will? So. Guck mal, die sitzen gestorben. Na, weg mit der Birne. Kann ich nicht unter Wasser aufspießen, oder? Kann ich ihn rausschubsen? Ich will seine Haut haben. Ich hab irgendwas gehört, glaube ich. Oder auch nicht. Ach doch, da ist noch einer. Da oben. Was mit den beiden? Die will ich auch noch gerne häuten. Ah, guck mal, die nackten Ärsche hier, die. Stieb ist raus. Gib mir eure Haut. Ihr Nackedeis. Angst, mich umzudrehen. So. Man muss ja auch mal ein bisschen die Waffen verwenden, die man bekommt, ne? Kann ja nicht nur sein, dass man hier nur mit der Axt rumläuft. Ach, die Batterie. Die werden auch langsam knapp. Was passiert, wenn ich mit dem in so einer Keule auf die Fresse haue? Damit habe ich auch noch keinen verprügelt. Guck mal hier. Das war dein Urgroßvater. Klutsch. Klatsch. 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 Und. Das war mit all dem Hass, den ich noch übrig hatte. So. Der hat meine Tierhaut abgelegt, ne? Zieh dir doch mit an. Oh, Neoprenanzug. Let's go. Hab ich den jetzt angezogen oder nur eingepackt? Taktische Jacke hier. Ja, achso, das ist... What? What? Ich habe ganz viele komische Geräusche. Die flossen da. Das ist das Wasser, ne? Okay, Neoprenanzug ist schon mal gut. Weiß nicht warum, aber ich zieh den einfach an. Mal wieder die Achsen hier annehmen, by the way. Sieht man irgendwo, wie viel Schuss man hat? 32, 40, 9.
Wie viel habe ich noch in der Waffe? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich stehe ich gleich bei dem... Oh! Stopp! Raus hier aus dem Wasser. Ich vertraue dem Wasser überhaupt nicht. Nimm die Knarre wieder in die Hand, Junge. Ach, auf zwei habe ich die gelegt. Wusste, ich habe die auf irgendwas gelegt. Da geht's weiter. Signalfackeln. Nudeln. Die donner ich mir rein. Jetzt habe ich Durst. Perfekt. Zwei Betäubungsschüsse. Ich hoffe nur, dass er die Kugel nicht komplett fallen lässt. Hier ist aber auch nichts im Wasser, ne? Hier ist aber, das wär's ja, dann würde ich heulen. So, trinken wir einen Schluck. Und dann rein da in die Olga. Hier ist wieder das goldene Zeug. Wir haben gelernt, das goldene Zeug ist wichtig. Wir wissen zwar nicht wofür. Ach, das soll Licht sein, naja. Granaten heißt nichts Gutes. C4 heißt noch weniger Gutes. Bin voll mit C4. Uhr, Draht, Tape, Münzen. 1, 2, 3, 4, 5. Und Tag. Brauche ich mal noch eine Zeitbombe. Davon eine im Petto zu haben. Wollte ich nicht annehmen. Kann ich noch C4 einpacken. Ich bin ein Monster, sieh mich an. Ey, Kollege, was hast du gerade so schön stillgehalten? Oh, da ist Familienmonster. Putz. Putz. Putz, weg mit der Mutter. Ey, du hast meine Mutter getötet, Putz. Ah, hier laufen noch mehr rum von den Viechern. Ah, komm, zeig dich. Damn, der läuft in der Luft. Fucking Skywalk. Holy moly, ist der gesprungen. Ja, ey! What the heck? Weg! Aua, ich bin stuck an der Ecke. Oh, du hampelst rum. Weg, habe ich gesagt. Geil, dass hier One-Shots sind, Alter. Einfach. Putz! Putz! Bin too ghetto für euch. Ah, du Titty-Monster, gib mir mal hier deine Scheiße. So, wo ist hier? Einen nackten Arsch hält er mir hin. Ja, so weit ist es noch nicht. So. Ist das der Kollege? Der hat Wein. Ist mit Wein in der Hand gestorben, Alter. Der hat den Heldentod. Er hat den Wein bis auf letzte Äußere beschützt. Oh, mach die Beine wieder zu hier. Wo sind wir denn hier? So, her damit. Da geht es weiter. Was haben wir dann hier noch? Oh, irgendwelche Geheimnisse? Irgendwas? Jetzt gar nichts. Wieso kann ich das hier nicht... Nimm doch mit, Kollege.
Ah ja, hier sieht es ja wieder ganz toll aus. So, meine Freunde. Ich bin bewaffnet, wütend und überhaupt nicht kooperationsbereit. So viel sage ich euch. Was zum Teufel ist hier los? Da vorne hat sich, glaube ich, was bewegt. So, jetzt. Ich dachte, da tippelt irgendwas neben mir rum, oder ist das Wasser, was hier tropft? Ich höre komische Viecher. Oh, da laufen welche. Da, hier so ein... Ah! Irgendwie an der Decke, die Arschlöcher. Ich sehe schon mal einen, aber ich höre zwei. Und Babys höre ich auch noch. Seid ihr One-Shot? Klatsch! Ist er tot? Oh, der hält eine Menge aus. Eine Menge Schuss hätte er aus. Platz, gib's einen auf die Birne. Oh, shit. So, das Stichwort ist Schnauze halten. Ja, na klar, mein Freund. So, mach dich weg. So, die anderen hau ich ja einfach der C4 um die Ohren. Da sind sie. Hier, fangen, nimm das. Puff, peng. Arschloch. Hast du ein Glück, Alter. Ja, dann nimm die. Und jetzt läuft der davon weg. Der aber nicht. Ach, scheiße, der ist schon tot, ne? Unlucky. Naja. Hauptsache, ich habe meinen Neoprenanzug an. So, was hast du denn? Was ist das denn? Taschenlampenvorrichtung. Let's go! Ist das für die Knarre? Kombinieren. Geil! Holy! Kann ich auch zerlegen, prinzipiell. Ich mach die Taschen aber weg. Holy! Geil! Hätte ich da mal früher aufgesammelt hier. Aber kostet auch Batterie? Du hast Hunger. Ja, der Kollege hat immer Hunger. Ja? Ah, den wollen wir nicht stören. Es gibt zwar diesen anderen Horror-Vibe, aber I like it. Mal lieber nachladen, falls ich nicht schlecht. Ich will noch schießen können. So. Naja, wenn ich die Waffe weglege, weißt du, dann kann ich sie spalten. So, ihr Unzertrennlichen. War zwar schön mit euch, aber jetzt genug. Oh, nee, die Babys. Kann ich... Nee. Dann will ich sogar hier actually das Feuerzeug ausrüsten. So, was seid ihr, Hübschen? Springen! Ich dachte, spring, du Drecksack! Weg! Noch eins! Hui. Oh, ich bin ohne Ausdauer. Bin ausdauerlos. Fuck, hat er mich noch erwischt. Wenn ihr wenig seht, macht euch nichts aus, ist ja auch nicht viel. Das ist der Baby, was da rumkriecht. So. Was phrasen?
Hat der schon wieder Hunger, der Typ, ey. Der hat nur Hunger. So. Oh, der macht noch so einen Energy Drink hier rein. Achso. Weil ich auch nochmal reinhauen wollte. Hier die Rüstung, Dinger. Alter, guck mal, wie viel wir haben. Ich bin voll und ich habe noch was im Überschuss. Geile Nummer. Guck mal, ich kann Feuerzeug und Waffe in die Hand nehmen. Das ist auch gut. Alter, ich häng. Was ist das? Ich hänge an diesen Dildos fest. Und Schrotkugeln. Ich habe nicht mal eine Schrotflinte, aber. 9 mm. Let's go. Mit Waffe ist schon geil, ne? Ich bin so ein Affe mit Waffe, Alter. I like. So. Oh, hier liegt noch ein bisschen Geld rum. Vielleicht war der Milliardär ja hier, hatte auf seinem Weg verloren, weißt du? Ja, what the hell are you guys crazy? Ja, guck mal, da ist der erste erstickt. Ja, und der zweite auch. Na, seid ihr aber auch furchtbar dämlich, ne? Geh mal hier so ein. Ah, scheiße. Ja, wie weit taucht er denn? Hallo, auftauchen. Ich kann nicht auftauchen, jetzt. Oh, du Scheiße! Wäre ich mal lieber nicht aufgetaucht. Okay, er stirbt auch unter Wasser. Ah, ich bin ertrunken. Alter, ich kann nicht auftauchen, weil die ganzen Leichen im Weg sind. What the heck? Sind jetzt alle gestorben? Nee, da ist noch so ein. Ist der auch ein Shot? Der kommende? Wovon hast du Damage bekommen? Der hat den Damage gemacht. Len. Klatsch! One-Shot ist er nicht. Aua. Oh, der ist tot. Noch ein von. Holy Jesus! Noch ein! Na guck mal, der ist ertrunken. Hier bin ich. Das hat ein doofes Viehzeug. Ah, jetzt bin ich auch ertrunken. Du auch? Komm, dich erschieße ich sogar. Die, weiß ich die Gnade. Wenn du stillhältst. Ah, du. Mit der Axt soll es werden. Kollege, du bist aber auch ein Hampelmann. Leck mich am Arsch. Aua. So, rein da ins Wasser. So, krieg ich die ganzen Leichen ja auch irgendwie wieder raus? Ich würde die alle gerne ein bisschen looten. So, den hol ich mir von hier. Mutant collected. I don't care how. Hauptsache haben. Ah, die einen, die sind so tief, ne? Die sind so am Boden verankert. Ich krieg zwischendurch immer mal so ein. Und das ist so schnell. Ah, hier. Man kann auch unter Wasser, okay? Das wusste ich jetzt nicht. So. Das ist alles Free Mutantenrüstung, die muss ich mitnehmen. Das ist viel zu kostbar, die liegen zu lassen. Aber der hat mir seinen nackten Arsch da ins Gesicht, Alter. So, dann hau ich da direkt mal ein Messer rein. Da stelle ich direkt mal seinen Arsch. So. Der Kollege auch. So. Zack.
kannst nicht mehr unheimliche Rüstung tragen. Wir sind einfach voll mit Mutantenrüstung. So muss es sein. Kurz hier. Geht sofort weiter. Ich wollte nicht schießen, ich wollte nur reintappen, Game. Naja. Was ist da vorne? Labor? Babys? Sieht aus wie ein Labor! Ich habe das komische Vieh da rumlaufen sehen. So, mal hier anzünden, das Ding. Hier! Oh, Jesus Christ. Ich wollte das Baby anzünden. Oh, what the fuck? Hab ich mich gerade erschrocken, hab ich gar nicht gesehen. Drecksvieh. Das scheiß Baby daneben hat mir mehr Angst. Ah, ich hasse diese komischen Viecher. Oh, jo, jo, jo. Aua. Ah. Was ist das für ein Angriffspattern? The fucking what? What? What the fuck? Kommst du denn her? Hier bin ich. Ja. Ja, genau. Drei Angriffe ertrinken. Ja, sowieso keinen Bock auf sein Leben. Putz. Oh shit. Ja, gut. Reicht mir auch mit dir. Welche Lunen? Also sollte erstmal die neue Rüstung anziehen, ne? Bevor ich die neue loote. Jetzt geht's nicht, oder was? Ah, dann scheiß auf. Noch mehr, oder was? Was denn? Gönnt euch! Digga, was machen die hier? Was ist das denn hier für ein Weg? Oh Gott, da sind da mehr. Weg. Weg. Ist das hier so ein Geheimgang oder was? Sieht aus wie so ein geheimer Lootraum. Wenn der denn geheim sein soll, weiß ich nicht, aber... Schnauz... What? Schnauz habe ich gesagt. Fall um. Zum Glück hat er einen Ton gemacht, hab den gar nicht gesehen. Konserven. Münzendraht. Ah. Stoff. Alter, ich bin hier überall stark an den Dingern, ne? So. Mann. Her mit dem Loot.
Alter. So, keine Ahnung, ob der hier geheim sein soll. Oder ob das überhaupt geheim ist. Auf jeden Fall ist ja alles tot. So, nehme ich mir noch ein bisschen Häute mit. I take that. Tantenrüstung immer gut zu haben. Selbst ist Sack hier rum. Oh, bitte nicht in der Wand wagen. So. Bin ich der absolut selben Meinung. Okay, ich kann nicht mehr tragen. Sehr gut. So, dann dürfte uns ja jetzt von hinten auch erstmal nichts mehr überraschen. Kam ich denn her? Da. Und dann hier runter. Nachladen kann ich auch nicht. Hier kam das zweiköpfige Viech her. Da gibt es auch noch ein paar mehr. Da oben kriege ich da rum. Hey! Schon wieder stuck an den Dingern hier gewesen. Da kroch auch noch was rum. Oh Gott, oh Gott, oh! Oh, Dios, oh! Oh, goodness! Can we not attack me? Hier, fang das einfach! Ja. Hast du davon? Ja, jetzt ist aber auch genug hier, oder? Hier wurde aber fleißig gegraben. Schaufel! Und Schrotkugeln. Warum zittert man da so? Moment, über da war mal random Parkinson bekommen. Kann ich hier runter oder sterbe ich dann? Ich habe Angst, dass wenn ich hier runtergehe, ich nicht mehr hochkomme. Wie funktioniert denn das Ding hier? Kann ich einfach hinschießen und komme dann damit rüber? Ah, ich kann hier gar nicht runter. Ich soll hier gar nicht runter, verstehe. Toll, muss ich den ganzen Weg zurückgehen. Und dann bauen die hier so ein... Was war das für ein Sound? Dann bauen die hier so ein ganzes Untergrundstadt oder was, ey? Sass. Wirklich sass. Mal zurückschwimmen. Oh, diese Dinger, ich bleib überall hängen, ne? Was? What? Ach, Moneten. 18 Dollar collected. 27 Dollar sogar. Jetzt bin ich reich. MC fucking rich. So, dann haben wir wenigstens die Schaufel. Oh, ich die Kollegen gerade eben gesehen. Die sind mir, glaube ich, eben nicht aufgefallen. Oh ne, hier ist nachgespawnt.
Das war nur der eine, aber ich gehe einfach außen drum. Zwei sind nachgespawnt. Nope. Es geht mich schön nur dran vorbei, Jungs. Der Mann hinterm Licht. Oh. Das war mit Liebe. Das war mit Liebe. Das war ein Kuss. Dann lass mich in Frieden. What the fuck ist das denn? Sag mal, du bist. Nimm das! Noch ein Weg, okay. Und noch mehr Babys. Ich hasse. Spring, oder ich sag. Ja, genau. Mein Typ schon wieder außer Ausdauer. Wovon? So, hier ausweichen, dodgen, links, rechts. Er hat schon wieder Hunger. So viel Hunger kann kein Mensch haben, wie der hat. Wer ist er denn? Totenkopf, Joey? Hier geht's zumindest nach oben. Ist hier ein anderer Ausgang? Das sieht nicht aus wie ein Ausgang. Hui! Bis wohl! Hui! Oh oh. Na, leck mir doch die Nüsschen. Alter, wo geht's denn hier hin? Ist hier noch mehr? What? Ja, super Idee. Hier runtertoppen, wo man nicht mehr hoch kann. Fühle ich. Okay, hier ist ein Ausgang. Glaube ich. Vielleicht geht's hier auch noch tiefer in die Höhle. Licht! Wo zum Teufel bin ich denn jetzt rausgekommen? Ach, da oben war der Höhleneingang. Geile Nummer, wir haben eine Schaufel. Ich freue mich. So, wie komme ich jetzt da hoch? Hier. Guck mal, lieber den Mörschchen. Mein Typ hat immer noch Hunger. Ach, guck mal, da läuft wieder so ein Nacken rum. Jojo Schnauze. Kollege, guck mal hier. Siehst du das? Zwischen den Augen sag ich da nur. Ja. Oh, shit! Ja, was ist los, hä? Oh! Jo, oh, komm, der fuck down, ich bin noch nicht mehr aufgestanden! Oh, shit! Das ist mir zu doof, hier!
Na? Als Zeichen an deinen Stamm. Könnte dich aufsammeln. Hier ist das prinzipiell mit dem Schaufelgedöns. Glaube ich. Nur sehe ich hier nichts, weil alles voller fucking Schnee ist. Mit dem Schnee ist richtig scheiße gerade, ne? Ich sehe ja nicht mal, was ich ausgraben würde. Okay. Wir gehen erst zum Strand. Warten, bis diese Wintersaison vorbei ist, hoffentlich. Kevin ist da. Nee, ich gehe zum Strand. Beim Stand war Virginia auch. Oder. Ah ja, das habe ich auch gesehen. Die Mutantentante. Wenn man. Den Namen von ihr, Virginia heißt sie. So, weil wenn man die ganze Zeit Videos hochlädt und Sons of the Souls Videos selber macht und so, dann wird man irgendwann in die YouTube-Kategorie sowieso reingeworfen. Also ganz die Spoiler, entkomme ich leider auch nicht.